wir schon genug Geduld gehabt. Dann 38 Meter. So, jetzt sind wir auf der Ausweichstrecke. Bessenbach-Walderschaff abgefahren und jetzt geht's erstmal bis Markheidenfeld. Die türkische Gemeinde in Deutschland sieht das kritisch. Deren Vorsitzender Saftar Çiğner forderte im Berliner Tagesspiegel, es müsse vielmehr ein Tabu. Oh je. So habe ich die A3 auch noch nie gesehen. Das ist ja wie eine Rodelbahn. Hier kehrt nur der Wind. Pass auf, pass auf!